Der Skandal um manipulierte Abgaswerte hat Volkswagen ins Schlingern gebracht. Nun fordert Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch die gesamte Autobranche zum Umdenken auf. Wenn es um Grenzwerte geht, brauchen wir den Mut zu mehr Ehrlichkeit. Die branchenweit bestehenden Diskrepanzen zwischen offiziellen Prüfwerten und Realverbrauch sind nicht mehr vermittelbar und nicht mehr hinnehmbar. VW will nicht zuletzt die Kunden in seinen Heimatmärkten beruhigen. Für alle in Europa betroffenen Modelle können wir künftig sicherstellen, dass wir auf dem Prüfstand und auf der Straße mit ein und derselben Abgasstrategie unterwegs sind und natürlich alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Die Abgasaffäre hat nach ersten Ermittlungen strukturelle Fehler bei VW gezeigt. Daran arbeitet das Unternehmen mit Hochdruck, so die neue Volkswagen-Spitze. Wir sprechen hier nicht von einem einmaligen Fehler, sondern von einer Fehlerkette, die zu keinem Zeitpunkt durchbrochen wurde. Zu Beginn fanden die zuständigen Entwickler, so müssen wir heute leider konstatieren, bei dem fraglichen Motortyp EA189 schlicht und ergreifend keinen Weg, die strengeren Stickoxidnormen in den USA mit zulässigen Mitteln zu erfüllen. Mit einer Software wurden die Abgaswerte so weit gedrosselt, dass die US-Normen erfüllt wurden, aber eben nur auf dem Prüfstand und nicht auf der Straße. Künftig will VW alle Emissionstests extern und unabhängig überprüfen lassen.